Als Steffen mit seiner Freundin vom Busbahnhof Hamburg-Billstedt nach Hause läuft, werden die beiden überfallen. Drei Jugendliche schlagen und treten auf Steffen ein. Auch als er bewusstlos am Boden liegt, treten sie immer weiter gegen seinen Kopf. Heute wurde das Urteil gegen die drei Täter gesprochen. Steffen leidet immer noch unter Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit und Aggressionsschüben. Er spricht langsamer als zuvor und ist jetzt Epileptiker. Und all das, weil Jugendliche ihn krankenhausreif geschlagen haben. Steffen und seine Mutter hoffen heute auf eine angemessene Strafe. Wenn Bewährungsstrafen auflaufen würden, dann zweifle ich an unserer Justiz. Weil der Vorfall, den sie meinem Sohn angetan haben, war nicht ohne. Wir begleiten Steffen noch einmal an den Ort, an dem alles geschah. Mitte März, kurz nach Mitternacht, holt er seine Freundin vom Busbahnhof ab. Doch auf dem Weg nach Hause werden die beiden verfolgt. Plötzlich schlagen drei Jugendliche auf Steffen ein. Er fällt zu Boden und fühlt plötzlich Tritte gegen den Kopf. Steffen wird bewusstlos, aber die Tritte hören nicht auf. Meine Freundin hat auch noch versucht, sich über meinen Kopf zu legen, damit ich nicht so viele Tritte abbekomme. Kurz darauf hauen die Jungs ab. Und Steffen kommt mit Schädelbruch und Hirnblutung ins Krankenhaus. Und das offenbar nur, weil die Jugendlichen Geld wollten. Doch Steffens Portemonnaie war leer. Der 15-jährige Haupttäter im Saal muss jetzt 4,5 Jahre hinter Gitter wegen versuchten Totschlags. Sein gleichaltriger Kumpel 2¼ Jahre wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Raubes. Und dieser 18-Jährige ist zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren verurteilt worden. Ihm konnten keine Tritte nachgewiesen werden. Und ihm ist eine sogenannte Vorbewährung bewilligt worden. Das heißt, das Gericht guckt sich jetzt seine Entwicklung in den nächsten Monaten an und wird spätestens nach Ablauf 1½ Jahres darüber entscheiden, ob der Heranwachsende die Jugendstrafe verbüßen muss oder ob die Vollstreckung der Jugendstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Steffen begrüßt das Urteil heute. Er sagt, der Haupttäter habe im Saal geweint. Nur der Heranwachsende habe überhaupt keine Reue gezeigt. Der hat sogar noch gelacht in Richtung seinem Vaterhaus. Ja. Und der andere, der hat zwar auch so ein bisschen heulendes Gesicht gehabt, aber nicht viel drauf gegeben. Die Familien und Freunde der Täter zeigen offenbar keine wirkliche Reue. Vor dem Urteil sprechen einige der Migranten von Lüge, verhöhnen das Opfer und attackieren die Medien. Sag etwas, sag Schlampe, Hure, Nutte. Du bist eine Nutte, eine Hure, ne? Steffen und seine Mutter hoffen jedenfalls, dass die Angehörigen ihn nicht mit solchen Worten künftig belästigen. Denn nach Monaten fühlt er sich endlich wieder erleichtert.